Vor den Wundertüten ist nach den Wundertüten. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin und ich gestehe vorab, ich bin ein wenig asamsüchtig bzw. auch richtig asam-peeling-süchtig und deswegen habe ich mich mega gefreut, dass ich richtig lag, dass wir vor Weihnachten noch Wundertüten erhaschen können. Und wohlgemerkt auch an einem Dienstag, denn ich bin ja ein kleiner Fuchs, ich habe irgendwann mal Detektiv gespielt und die Tüten kamen immer an einem Dienstag. So war es auch diesmal. Sie sind mega lange, ich glaube sogar jetzt aktuell, wenn ich das drehe, ein paar Tage später, immer noch erhältlich. Und es könnte in einem Zusammenhang liegen, ich bin mir nicht sicher. Entweder haben die richtig fleißig Tüten gepackt, beziehungsweise Jutebeutel, oder es ist echt, was ich sehr, sehr schade fand, dass keine Prozente mehr draufgehen. Das ist echt traurig. Also fast keine. Und dass einfach ein Produkt weniger ist. Dafür auch meine schöne knisternde Tüte nicht mehr da ist, sondern es gibt Jutebeutel. Was ich natürlich befürworte, aber so mein sechstes Produkt fehlt irgendwie. Ich habe das geliebt, diese Tüten. Und wenn man schon gespürt hat, oh, da sind zwei große Pötte drin, das könnte ein Peeling sein. Naja, ich muss dazu sagen, ein Peeling habe ich trotzdem erbeutet. Habe ich mich gefreut wie Bolle. Denn ich habe auch schon in meine Tüten reingestöbert. Ne? Also die kamen auch noch vor Weihnachten. Und deswegen war ich natürlich auch neugierig und habe schon mal reingestöbert. Und wohlgemerkt, ja, ich wollte ganz brav sein und ich wollte wirklich nur eine Tüte bestellen. Dann kam die liebe Jasmin, weil ich habe ja eben gesagt, Rabatte gingen eigentlich nicht, aber die hat irgendwo einen Rabatt ausgegraben, wo man dann doch 10% auf eine Wundertüte bekommen hat. Und Leute, ihr kennt mich, eine ist keine und so und dann mit den Prozenten, ja, dann sind es halt irgendwie wieder doch zwei geworden. Weil ich dachte, die Produkte sind immer toll und ihr kommt da so preiswert dran. Selbst wenn jetzt ein Produkt weniger ist, ist das auch für die 34,99 ist das einfach ein Schnapper. Die sind auch diesmal wirklich, glaube ich, wirklich jeder hat die Chance, diesmal zuzuschlagen, weil die sind echt länger erhältlich. Und ich hoffe, ihr habt auch fleißig zugeschlagen und ich hoffe, dass ihr ganz viele tolle Produkte in euren Tüten habt. Was ich jetzt in meinen Tüten habe, zeige ich euch natürlich. Wie gesagt, ich habe einen Jutebeutel, den finde ich auch schön, steht Asam, Wundertüte drauf. Also die sind eigentlich sind die richtig cool und auch für Sachen reinzupacken und weiterzuschenken, zum Einkaufen, zum Mitnehmen in die Handtasche. Da kann man ja so Tütchen auch nie genug haben. Und ich labere euch schon wieder einen Wolf. Ja, ihr merkt es, wir sind bei Asam Katrin. Aber Produkt Nummer 1, was sich in meiner ersten Tüte befindet, ist einmal hier Zeder Handlotion. Asam kennt mich anscheinend. Die haben mein Handcreme-Problem gesichtet. Und dachten, komm, wir packen der mal hier 245 Milliliter eine Handlotion rein. Das ist Zeder übrigens. Und Zeder, ich habe gerade das Peeling in der Dusche, ich mag den Duft nämlich. Ich war am Anfang, ich weiß noch, da hatte ich ja in einer Wundertüte ein Zeder-Peeling. Und das war, ich dachte, oh mein Gott, wie riecht das nach Tannenzapfen oder so? Aber nein, das riecht so angenehm. Ich hoffe, die Handcreme riecht genauso toll und ich finde die auch sehr praktisch mit diesem Spender. Weil wenn ihr die irgendwo stehen habt, bei mir ist ja eh, überall liegt eine Handcreme. Dann hole ich die nächste raus, weil ich die andere nicht mehr finde. Und hier, die kommt jetzt an die Couch und da kann ich dann immer schön meine Hände eincremen. Einmal, wie gesagt, in Zeder. Stört mich überhaupt nicht. Ich mag den Duft nämlich gerne. Das nächste, was drin ist, das freut mich auch, ist hier eine kleine Körpercreme. Eine kleine halt. Aber immer noch, also klein bei Asam, sind halt immer noch 200 Milliliter. Eine normale Größe Körpercreme. In Sunny Orange. Und das riecht halt richtig lecker nach Orange. Und deswegen finde ich das auch nicht schlimm und sehr cool. Ich hätte mich natürlich gefreut, wäre es ein Peeling. Aber eine kleine Körpercreme. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich auch schon bei einigen gesehen hier. Self-Tanning.
diese Tropfen hier fürs Gesicht, ne? 30 Milliliter, die gab es mal in klein, auch im Kalender. Ich wollte sie gerne mal testen. Dann habe ich gehört, dass diese Selbst-Tanning-Dinger, die ihr euch so reinmischen könnt in Cremes und so, auch Pigmentstörungen verursachen können. Ich bin mir da nicht mehr sicher, also das wieder hier mein Halbwissen. Deswegen habe ich mich noch nicht dran getraut. Und vielleicht könnt ihr mir eure Erfahrungen mit diesen Self-Tanning-Drops vielleicht schreiben. Ihr habt die vielleicht schon getestet. Wie gesagt, das hier ist so ein Produkt, habe ich mich bis jetzt nicht rangetraut. Ist hier einmal, wie gesagt, gut vertreten in den Wundertüten. Da könnt ihr halt einfach 1 bis 3 Tropfen in eure Gesichtspflege machen und dann aufs Gesicht und tönt euch ein bisschen. Für im Winter ist es eigentlich nicht verkehrt, wenn es denn funktioniert. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen Angst, dass ich da irgendwie fleckig werde. Aber einmal die sind hier drin. Das nächste, was ich drin hatte, das habe ich schon aufgemacht, weil ich neugierig war, ob das das ist, was ich schon habe, ist nämlich hier von Flora Mare. Und da hatte ich auch ein bisschen Hoffnung, weil die ja vorher diesen großen Flora Mare Sale hatten, dass da vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Ich habe hier abbekommen einen Tinted Moisturizer und der ist, ja, soll so ein bisschen das Hautbild optimieren, Feuchtigkeit spenden und glätten. Ist eine getönte Feuchtigkeitspflege und ich habe sie ja eh schon offen, deswegen hole ich die euch einmal raus. Kommt richtig hochwertig daher in so einem Glasverkorb. Ist ein bisschen dunkler, was aber nicht stört, könnt ihr euch ein bisschen in die Creme oder so. Ich finde, es geht auch noch. Das sieht hier dunkler aus, wie es ist. So, und wenn ihr euch das ein bisschen drauf macht, sieht das auch schön aus. Es spendet schön Feuchtigkeit. Mag ich eigentlich super gerne leiden. Aber ich hätte mich auch hier über so viele andere Sachen gefreut. Wie so ein Serum oder... Ne? Ah, Flora Mare ist halt echt so ein... Mag ich unheimlich gerne. Deswegen einmal das hier ist definitiv okay, aber ich hätte mich so über was anderes doch ein bisschen mehr gefreut. Zumal ich das halt schon habe und da hat man ja eine Zeit lang dran, ne? Aber das wird ein Zuhause finden, das wird nicht bei mir bleiben, weil wie gesagt, das habe ich einmal schon hier und wird dann einmal weiter wandern. Und das letzte Produkt im Bunde hat mich wieder gefreut. Weil das ist nicht ein Produkt, das sind gleich wieder 3. Und das machen die ja auch gerne mal. So ein paar kleinere Sachen reinpacken und dann als ein Produkt quasi reintun. Und hier haben wir, endlich kann ich knistern, sehr coole Sachen. Denn wir haben eine richtige, das ist so eine richtige Weihnachtsbag, oder? In wunderschönem Rot. Die finde ich immer ganz praktisch, auch zum Verschenken oder so. Glitzert und funkelt und also die finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und dann habe ich hier noch was von Flora Mare, was mich natürlich freut, denn das ist ein Augen-Roll-On und der soll ein bisschen Rötung minimieren, ist so ein Serum, soll ausgleichend, beruhigend und kühlend sein. Und gerade diese Roller, ne, ich sag das immer wieder, ich mag das gerne, weil das immer so ein bisschen auch so abschwellend wirkt und mag sowas gerne. Kenne ich noch nicht, freue ich mich drauf und einmal den sind übrigens 8 Milliliter drin. Und dann habe ich mich natürlich mega gefreut, denn da ist eins meiner Lieblingsprodukte drin. Das ist nämlich von Retinol, die 24-Stunden-Creme und die mag ich super gerne. Also das ist eine meiner liebsten Cremes von Asam und deswegen auch hier. Ich glaube 20 Milliliter, die sind auch häufiger im Adventskalender und sowas. Da habe ich mich auch richtig drüber gefreut und ist definitiv ein cooles Produkt. Und wenn man es so sieht, hat meine Wundertüte jetzt einfach 7 Produkte, was mich natürlich wieder happy stimmt. Und das war Tüte Nummer 1. Wir kommen zu Tüte Nummer 2, die definitiv, ja, ich schiebe die Schuld weiter, auf Jasmins Kappe geht. Jasmins Beauty-Universum. Jasmin ist so ein toller Mensch und sie macht auch wieder YouTube, worüber ich mich riesig freue. Denn, gefreut habe und immer noch freue, weil ich gucke sie unheimlich gerne und schaut da unbedingt mal vorbei. Sie hat kurzzeitig YouTube aufgehört und ich war richtig traurig, weil ich liebe es, ihr zuzuhören. Sie filmt das auch einfach ab und quatscht einfach eine Runde und hat so eine...
Ach, tolle Art einfach. Ich liebe es einfach, ihr zuzuhören. Und ja, auf jeden Fall haben wir sie ja auch in der... Hier sind wir wieder bei der Trashy-Gruppe. Aber ne, das ist manchmal eine richtige Anfix-Gruppe, Leute. Und da hat sie nämlich einen Code hingepostet, der dann doch ging für die 10%. Und deswegen, Katrin, noch eine Tüte. Die befindet sich einmal hier im YouTube-Beutelchen. Und da zeige ich euch jetzt erstmal auf die Schnelle die zwei Produkte, die sich nämlich leider gedoppelt haben. Das kann halt vorkommen bei den Wundertüten. Das ist häufiger der Fall, dass sich da Produkte doppeln. Ich versuche immer normalerweise, sage ich mal, ein bisschen zeitversetzt zu bestellen. Habe ich auch bei der, aber dennoch doppelt sich was. Aber sie ist nicht exakt gleich. Deswegen, ich würde auch davon abraten, gleichzeitig zwei Tüten zu bestellen. Da habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass die sich doch sehr ähneln. Ist natürlich gut, wenn man da richtig coole Produkte drin haben. Also es ist so ein bisschen Lotto spielen immer und das ist halt auch spannend. Naja, was sich doppelt, sind auf jeden Fall die zwei Produkte. Einmal dieser Tinted Moisturizer und die Self-Tanning Drops. Und jetzt kommen halt noch drei Produkte. Und das sind richtig coole Teile, freue ich mich, die halt noch mit drin waren. Und wohlgemerkt, drei Teile. Also nicht nochmal so eine kleine Tasche, sondern wir haben mein heißgeliebtes Peeling. Und das habe ich schon mal gesehen gehabt und war am Überlegen, ob ich mir das kaufe. Ich fand das so spannend, weil das extra so für dieses Tanning gemacht ist. Hat keinen bestimmten Duft, soweit ich das weiß. Und ist ja auch mit Vitamin E und Traubenkernöl und die Peelings schwimmen ja richtig in Öl, ne? Das soll auf jeden Fall die Haut für richtig gut für Selbstbräuner vorbereiten, ne? Die Haut so ein bisschen abschmirgeln muss man ja eh, bevor man Selbstbräuner drauf macht, weil dann ist man auf jeden Fall fleckig. Und einmal hier ein Peeling, 230 Gramm, freue ich mich, neu eingezogen, wollte ich mir eh mal kaufen und bin ich sehr gespannt drauf, ob sich das auch von den richtigen Peelings unterscheidet, ne? Da ist hier wieder meine kleine, hier die Peeling-Spürnase gefragt und werde ich gerne testen. Und da habe ich mich mega gefreut, dass Peeling drin war. Und dann habe ich noch ein Produkt, was ich super, super gerne mag. Das ist Es glänzt euch golden an, ne? Ist nämlich von Resveratrol. Auch eine Serie, die ich super gerne mag. Und ich mag halt vor allen Dingen auch dieses Serum sehr, sehr gerne. Auch wenn es so ein bisschen, ja, ich mag den Geruch nicht so gerne. Ich mag aber die Wirkung davon sehr gerne. Und die soll auch so ein bisschen, ja, so Hautfältchen glätten und ne, alles ein bisschen smooth machen. Ist Essence of Youth hier übrigens 50 Milliliter. Ein richtig cooles Serum und habe ich mich auch mega, mega drüber gefreut. Habe ich natürlich im Backup, ich kleiner Asam-Backup-Sammler, aber das mag ich echt so gerne und deswegen ist das natürlich in meinem Hause sehr gern gesehen und genommen. Und dann haben wir als letztes Produkt, und da habe ich mich auch mega drüber gefreut, was für die Haare. Ich hätte mich über dieses Kollagen auch sehr gefreut, dieses Bambus, da überlege ich auch noch beim Sale, Leute, ich sage es euch. Aber hier, das ist das Hydro Shampoo mit Hyaluron ist das und das habe ich derzeit in der Dusche in großen Anwendung. Hatte ich nämlich auch in meinen letzten Wundertüten dann halt in diesen Riesenpackungen. Wir haben hier 200 Milliliter. Ich mag die Ahuhu Produkte sehr, sehr gerne. Auch das Shampoo ist richtig gut, richtig toll und kam hier einmal dann halt noch mit dazu. Freue ich mich immer, weil das sind echt so Teile. Also das ist so dieser Moment, wenn ich die benutze. Ich mag ja dieses Keratin und Koffein mag ich auch mega, mega gerne. Aber da freue ich mich immer, weil das da wirklich so die Nachkaufprodukte von mir sind. Und ja, das war schon die letzte kleine Tüte. Und wie gesagt, dieser Sale schwirrt mir noch im Kopf rum. Und ich sage euch, ich könnte noch eine Wundertüte kaufen. Ich liebe es, diese Teile auszupacken. Für den Preis kann man doch echt nicht meckern. Man hat so tolle Sachen. Ich sage auch immer, wenn nicht, da sind immer tolle Sachen dabei, die man natürlich auch weiterschenken kann. Und wenn wir gerade beim Schenken sind,
Natürlich packe ich euch auch eine kleine Verlosung hier mit rein, weil das ist das Schöne an diesen Sachen, dass man einfach auch was weitergeben kann. Und ich habe natürlich die Sachen, die ich doppelt habe, da gebe ich gerne eins ab. Und deswegen bekommt ihr auch diesen Tinted Moisturizer. Wie gesagt, ich mag den sehr gerne. Und das einmal, die Self-Tanning Drops. Und da bin ich super neugierig auf eure Erfahrung. Vielleicht auch derjenige, der die Verlosung gewinnt, kann Bericht erstatten. Und einmal das hier. Und ich gebe euch auch liebend gerne dieses tolle Shampoo ab. Auch wenn Backup mein Herz blutet. Aber natürlich, das ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, ganz viele von euch werden da auch ihre Freude mit haben. Und deswegen wandert auch das einmal für euch mit in diese kleine, wunderschöne, weihnachtlich rote Tasche. Ich hoffe, es passt alles rein. Ich hoffe, ich kann euch eine kleine Freude mit der Verlosung machen. Und ich weiß, wir warten immer so schön auf die Wundertüten. Und wie war das? Vor den Wundertüten ist nach den Wundertüten. Wir sind eigentlich immer warten. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dran, in meine Tüten zu schauen. Ihr wart bestimmt auch neugierig, was ich drin habe. Und ich bin immer neugierig, was ihr drin hattet. Und ich freue mich immer, wenn ihr mir dann Bilder schickt, wo ich dann so ein bisschen stöbern kann. Ah, was gibt's noch und so. Weil die sind ja doch immer sehr unterschiedlich gepackt. Und ja, Verlosung. Die ganzen Bedingungen irgendwo da unten in dieser Infobox, wo ich versuche, alles für euch reinzupacken und euch allen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.